like some rebels. Okay, langsam machen wir echt Kohle. Ich fahre das Zeug noch schnell ab. Oh ja, da ist Warte, Brokkoli, einen brauche ich. Das ist Blumenkohl. Meine hier. Hey, Moment, dann kriegst du. Ist ja das gleiche, das andere ist grün, das andere ist weiß. Hab gerade eine Quest bekommen. Von der Posch? Kriegt jeder eigentlich, stimmt. Ja. Dann behalt mal 4 über. Oder 3 jetzt noch. Ja. Ich werf 3, halt ne, 2 Stück brauchen wir noch. Ich und die anderen 2. Was will die mit 4 Blumenkohle? Wo muss man die abgeben? Auf dem Marktplatz, direkt so, runter das blaue Haus. Macht um 9 Uhr auf, hast du also noch Zeit. Okay, Pierre will auch was. Betang. Okay, dann laufe ich nochmal kurz zurück. Ich hab hier. Ah, verdammt. Okay, perfekt. 25 Kupfererz. Kleiner Tipp, bei dir müsste die Energieleiste jetzt auch ein bisschen runter sein, oder? Ja. Einfach nochmal für, wir haben es jetzt 8.10 Uhr, einfach nochmal bis 10 Uhr oder sowas ins Bett packen. Schnappt euch, aber nicht schlafen. Schnappt euch rechts einfach ein paar von den Lachsbären raus. Go to sleep. Ja, nein, einfach auf Nein gehen. Ja, einfach ins Bett, okay. Ich würde ganz ehrlich die Bären eher für unsere Dungeon Runs nehmen, Sascha. Wir finden noch mehr als genug, glaub's mir. Husch, 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 husch. Was? Husch mich nicht. Also die 2 Blumenkohl sind jetzt noch für euch. Bling. Einfach bei der Post annehmen und abgeben. Also bei mir hat das mit dem Erz jetzt gerade funktioniert. Ich habe 25 Stück, eins jeweils rausgenommen immer. Und jetzt habe ich die Quest erfüllt, jetzt kann ich es abgeben. Okay. Das ging bei mir ganz schön echt. Ne? Was für eine Quest? Post. Was für ein Blumenkohl? Post. Im Briefkasten. Ah, ich hab den, ist eine Quest drin von Jogi. Aufgemacht, alles klar. Die will einen Blumenkohl haben. Okay, Nico, meine Leiste ist jetzt wieder voll. Jody. Bist du durch? Jo. Wie war das? Okay, einfach einen Blumenkohl mitnehmen. Welcher Kiste habt ihr denn da reingepackt? Ja, ich will ihn ihr aber doch nicht schenken. Ich muss ihn doch ihr irgendwie geben, oder nicht? Ja, ich glaube, das ist dasselbe. Blumenkohl. Hä? Clay, oder? Ich glaube, das ist dasselbe. Wenn eine Quest offen ist, dann zählt das dafür. Blumenkohl ist Clay, oder? Dieses weiße Ding mit dem grünen Rand. Ah, okay. Blumenkohl ist Cauliflower. Cauliflower, genau. Du musst das echt umstellen. Ja, 350G. Und jetzt fehlt mir noch Pierre. Sehr schön. Was habt ihr jetzt alles erledigt? Wo muss ich hin? Hier unten links in das blaue Haus. Ach. Hier. Ja, Jody und Kent, ich hab's schon. Da läuft sie schon, da läuft sie schon. Ah, sie will das haben. Ja. Jo, Sascha, gehen wir dann noch in den Dungeon? Warum kann ich ja nichts geben? Also ich hab's ausgewählt und dann auf sie draufziehen. Ah, okay. Item anwählen, Nico? Hab ich schon. So, das ist über. Ah, alles klar, okay. Dann drückst du F 9000 und Goldstücke. Schließt die Quest ab. So, was war jetzt noch? Ja, ich wollte gerade sagen, ihr müsst schon noch abgeben, oder?
Oh, du warst ja gestern auf 25. Nice. Ja. Warum muss ich jetzt aber noch einen Schmelzofen schmieden? Weil du noch keinen gemacht hast. Weil ich zwei gemacht habe. Haben wir noch hier noch Ressourcen dafür? Ja, sollten. Und wenn nicht, wir sind ja eh gerade am Sammeln, also. Oh, das so sterben die schnell. Ja, Mann, mit dem Ding ist es echt übel. Ich habe ja noch ein besseres Schwert, weil. Ja. Okay. Meins macht 8 bis 18 Schaden. Oh, hier ist alles die Treppe. Klar. Ah, okay. Ah, 25 Steine brauche ich noch dafür. Alles klar. Kann ja irgendwas machen. Irgendwie so. Keine also Ahnung. Treppe habe ich. Schön. Wir können gleich planen gehen, wenn du willst. Hier wäre das egal. Schwert hast du ja noch nicht. Warte mal, dann holen wir dir jetzt erstmal noch das Schwert. Dann könntest du eigentlich auch das mit den Jungs in den Dungeon reingehen. Boah, oh, sterben die schnell. Mal Bonn-Hit. Du Hit. Aber ja, die sterben richtig schön schnell. Habt ihr neue Schwerter? Habe ich was verpasst? Ich schon. Okay, cool. Ich habe gestern auch das von Sascha bekommen. Hm. Ah, oh, so sind die nicht mehr so nervig, die blöden Fliegen. Hier ist die Treppe rechts. Okay. Hier ist zum Beispiel auch der zweite See, Nico, wo ich immer gerne angeln gehe. Hm. Weil du halt hier komplett andere Fische rauskriegst, so Wels und sowas. Ah. Und wenn du jetzt hier reingehst, müsste eigentlich eine Zwischensequenz starten, wo du das Schwert bekommst, die rostige Klinge. Hm. Ja. Kriegt man hier nicht jetzt mehr tot. Und dann könntest du eigentlich über den Aufzug, der da oben ist, diese kleine Tür, zu den Jungs runter. Er kann noch kurz warten, wir sind gleich bei Level 30. Ja. Okay. Dann kann er auf Level 30 runter. Komm, dann, warte mal, wo war der Monstersee? Der war auf Level 20, oder? Ja. 20, ja, ich glaube schon. Also ich war eine Zwergenrolle bekommen. Treppe, komm her. Ach, da ist er. Ich geh links. Danke. So, Krabbenhäuser. Braucht jetzt nur noch 25 Holz und 2 Kupferbahnen. Und. Kupferbahnen sind ja in der. Ja, achte drauf, dass ihr in manchen Passagen auch die komischen Loren kurz untersucht wegen Kohle. Will ich. Ja, hab's. Okay. Ey, sehr schön. Wir sind 30, könnt runterkommen. Mhm. Wert ausrüsten, oh. Ganz wichtig. Hier geht's schon los mit dem Zeug. Die Steine kommen ja dann automatisch ins Inventar, gell? Mhm. Solange du Platz hast, ja. Okay, ich muss raus. Warum? Ja, ich hab keine Energie mehr. Okay. Na, zumindest Level 30 und ordentlich Steine jetzt noch mitgenommen. Bombengeode. Ja, viel länger braucht die eigentlich auch nicht mehr drin bleiben. Na, ich komme auch mit raus. Irgendwo ist hier die Leiter. Aber man sieht sie nicht, weil es dunkel ist. Ja, versuchen ja, wir raus. Ja, Fackeln geben. Würde ja, aber ja, gehen wir halt raus, ist ja wurscht.
ziehen wir uns nach Hause. Habt ihr schon einen Erdkristall im Museum gespendet? Ja. Sehr schön. Dann packe ich den ins Lager. Wer hat denn da einen Baum hingepflanzt? Den verkauft den Erdkristall. Der stand schon die ganze Zeit da. Das war ein Setzling. So. Fuck! Gut gemacht. Was denn? Oder was ist passiert? War K.O., oder? Ich bin eingeschlafen, ja. Mhm. Ich dachte, ich krieg den Baum noch kaputt. Nicht denken. Irgendjemand ist in meinem Haus. Get the fuck out of my house! Ohne Scheiß, Alter! So, dann ab ins Bett. Noch mal eine Nacht ungestört. Und das war diesmal nicht ich. Eieiei. Es ist so dämlich. Yay! Mal 1000? Schön, schön. Naja, hätte mehr sein können, aber. Ja, passt. Also, ich kann die Mayonnaise-Maschine und Sprinkler herstellen. Sehr cool. Was kannst du? Eine Mayonnaise-Maschine. Und? Sprinkler. Das letzte habe ich immer noch nicht verstanden. Sprinkler! Oh hey, alles klar! Ja, Mann. So, was sollen wir in unserer Höhle machen? Pilze oder Fledermäuse für Früchte? Hä? Pilze, oder? Pilze! Ich komme gerade nicht mit, sorry. Pilze. Ich glaube, das ist eh die bessere Variante davon. Aber kann mich auch täuschen. In der ganz rechten Kiste sind noch zwei Sachen zum Spenden drin. Einmal ein Fossil und einmal eine Schriftrolle. Das kann noch Schmeil und Nico rausholen und abgeben. Dann habt ihr die Quest auch erledigt. Okay. Sofort. Mach ich gleich mit ihm zusammen. Wasser leer. Ich glaube, hier kann man was ernten, oder? Das Ding da. No. Nee, noch nicht. Nein. Irgendjemand hat hier die Kartoffeln geerntet, oder? Ja. Hast du die schon verkauft? Noch nicht, warum? Ich brauche eine davon. Eine. Warte. Traumhaft. Na, was muss man jetzt machen? Nehmt die Fossile raus. Erstmal Kiste. Einmal ein Fossil und einmal eine Schriftrolle. Kann jeder von euch spenden und dann habt ihr die Quest fürs Museum auch erledigt. Ich nehme die Schriftrolle, du kannst das Palmfossil nehmen. Das letzte Item, ganz unten in der Reihe. Und dann flitzen wir mal zum Museum. Ein Großmaulbarsch bräuchte ich für eine Quest. Großmaulbarsch? Ja. Okay. Muss ich oben an den See wahrscheinlich. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die Brücke ist oben, ja. Die Brücke ist oben. Hier haben wir den Schmied, wo du später deine Waffen und sowas aufleveln kannst. Hm. Cool. Und deine Spitzhacke und sowas, deine Gießkanne, alles mögliche. Und hier kannst du halt spenden. Donate vom Museum. Genau. Traumhaft, sehr schön. Habt ihr die Quest auch erledigt?
Gab's eine Belohnung für? Bei mir ja. Normalerweise. Ich hab jetzt ja nochmal Blumenkohlsaat 9 Stück und Melonensaat 9 Stück. Ah, nee, das ist noch von vorhin. Okay. Ich habe einfach mal alles genommen da. Ja. Blumenkohl lohnt Blumenkohl sich aber leider lohnt sich nicht mehr anzupflanzen. Ja, wollte ich gerade sagen. Müssen wir bis nächstes Jahr warten. Packe ich den einfach mal auf Halde. Achso, ist jetzt dann Sommer oder was? Na, in 10 Tagen. Und Blumenkohl braucht 12, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Genau, so schaut's aus. Wo sehe ich das denn? Steht in der Beschreibung von der Saat drin. Ah ja. Samen waren die grüne Kiste, ja genau. Also kann man eine extra Kiste für Samen machen. Das wäre sicher auch nicht so verkehrt. Ja genau, Nico, geh mal kurz in deinem, drück mal kurz auf E. Ja. Dann hast du ja diese ganzen Reiter. Ja. Ja. Inventar, Fähigkeiten, Soziales. Geh mal auf den Hammer. Und dann siehst du, bei dir müsste eigentlich jetzt alles ausgegraut sein. Ja. Du hast relativ weit links eine Kiste. Zutaten 50 Holz. Ja, genau. Genau, jetzt gehst du einfach an unsere Ressourcenkiste ran. Nee, nicht hier. Ganz links. Ja, in der Mitte. Nee, Mitte. Nimmst du einfach das Holz raus. Gehst wieder auf E. Auf diesen Hammer drauf. Und dann erscheint das Symbol. Dann kannst du sie craften. Haben wir noch irgendwo einen Erdkristall? Habe ich, in die rechte Kiste getan. Okay. Hast du als genau. Quest. Und schon hast du eine Kiste gecraftet und hingestellt. Und dann würde ich sagen, packen wir da alle Samen rein. Genau. Färbt sie noch ein, dass sie eindeutig zu sehen ist. Keine Ahnung. Da ist auch Samen, oder? Ich würde sagen, auch den Dünger könnten wir dort mit reinschmeißen, oder? Ja. Macht klar. Sinn. Hat irgendjemand das ganze Holz verblasen? Nee, Nico müsste es nur zurückpacken. Ah, okay. Hab ich schon. Dann aber in die falsche Kiste. Grüne, da wo es vorher drin war. So, ich gehe jetzt noch ein bisschen angeln. Geh mal mit. Zu hoch, oder? Ja, hoch zum See. Nee. Also Holz packen wir doch wieder in die ganz rechts rein. Ganz links rein. Okay, weil ich hab's nämlich von ganz rechts rausgenommen. Ja, ich craft von der Mayonnaise-Maschine, oder? Brauchen wir noch, Eier. Ja, dass du keine hast, ist mir bewusst, aber. Wir haben noch keinen Hühnerstall. Na und? Ha. Wozu Maschine craften, die wir noch nicht nutzen können? Weil sie nichts kostet. 15 Holz, 15 Stein, ein Erdkristall und ein Kupferbahn. Ja, dann packst du in die Kiste, bis wir sie brauchen können. Wenn es dich glücklich macht. Ja, Mann, voll. Ich will auch meinen unsinnigen Beitrag leisten. Sag mal, wo bist denn du schon wieder hin? In die Höhle. Okay. Ah, Fledermaus-Invasion. Das kommt schon mal weiter nach links ab. Du klaust mir die ganzen Fische weg. Nein, gar nicht. Weil die Danke. Sehen dein Köder und finden dein Köder attraktiver wie mein. Oh, das ist ein Biest. Forellenbarsch. Kann das noch nicht ganz so. Ja, lernt man. Oder eben nicht. Richtig.
ärgere dich nicht am Anfang, dieser grüne Balken, den du hast, der wird auf jeden Fall immer breiter, je höher du steigst in dem Level. Ja, was muss ich denn da machen? Ich muss den Fisch am grünen Balken halten, oder wie? Genau. Ja. Alter, was ist denn das für ein Rotzplatz, Alter? Fängt schon wieder so an wie gestern. Auch gut. Ja, da habe ich noch Seetang gefangen. Algen, genau. Gibt da nichts Besseres, als mit ein paar Kumpels angeln zu gehen. Wow. Yay, nice. Und 35. Es. Morgen gehen wir schnell alle zusammen hier runter, dann erreichen wir nämlich Level 40. Hm. Was war? Morgen zusammen Level 40. Okay. Genau. Ja, schön. Dem leuchtest du wieder. Kopfen. Ja, ist halt nötig, er ist selber nicht so eine Leuchte. Eben. Karpfen, 94 cm! Yes! War bei 95 bestimmt. Ja, ich weiß. Mir reicht's aber auch jetzt. Ich hab kaum noch Energie. Oh ja. Ich hab schon das erste. 4, 3, 7. Erste 8, Eisen 9 gefunden. Fischer. Einen. Also, ich hab genug Grünalgen, um wahrscheinlich wieder voll zu werden. Grünalgen habe ich auch 6. Hm? Genau, die kannst du ja schlucken zum Energie. Falls es knapp werden sollte. Aber da Petra jetzt eh schon eine Mayonnaise-Maschine gemacht hat, wir sollten mal langsam uns einen Hühnerstall zulegen und für Hühner. Können wir auf jeden Fall machen, ja. Ich glaube, das kostet nur 4000 oder so. Braucht man dafür? Wir müssen erstmal zu Robin gehen. Also, ich weiß jetzt nicht genau, was da gefordert ist, aber auf jeden Fall 4000. Es waren, glaube ich, 4000 Gold. Und noch irgendwelche Materialien. Heute mal wenigstens keine beim Wichsen. Nervt echt. Alle guten Dinge sind 3. Sehr schön. Zwischenstufe 3. Like some rebels.